Bist du aufstehen? Nikolaus war da. Guten Morgen. Hey, Pief, der Nikolaus. Der Nikolaus war da. Oh. Lara. Der Nikolaus. Luisa. Luisa. Luisa schläft natürlich wie ein Stein. Hey, Patrick. Und Michelle. Danke. Warum? Oh nein! Warum will ich aufstehen? Was? Ist... Die Luisa schläft auch wie ein Stein. Willst du mal gucken? Ich weine nicht, ich will mal schon schauen. Guck mal, war der Nikolaus gekommen? Zeig mal. Hol mal. Wie ist das? Ich weiß, dass es nicht gelassen hat. Nikolaus war sehr. Was? Sicher gibt es diese Rede. Nikolaus war sehr spendabel für den Chef. Okay? Was? War der Nikolaus sehr spendabel, gell? Wow! Was hast du Baba bekommen? Thermofunktionsunterwäsche. Was habe ich bekommen? Pyjama. Wir gehen dann so ins Bett. Nein, das ist für dich in der Arbeit, glaube ich. Also ich glaube. Was hast du? Ist dein Körper auch dabei? In das Körper? Nein. Schade. Ah, ich dachte mir, das Anzieher, das schaut so aus. Was ist das? Schau dir, Sophie. Sophie hat auch was gekriegt. Schau mal, Sophie. Was ist das? Ich dachte, ich Schokolade. Der Biff hat auch was. Das sind am Spiel. Am Fernseher kann man das sagen. Okay. Die Nikolaus hat das ja auch immer davon. Hey, Kuss. Nein, die Katze, Kuss. Kuss. Bravo. Ich habe mit Nikolaus geredet. Sie soll dir das kaufen. Oh, bring dir. Warte kurz. Jetzt ist der Pief auch plötzlich interessiert, so, hä? Nikolaus! Schau, der Pief ist jetzt auch da. Okay. Gibt's dem Pief auch was, Baba? Pief, schau, der Nikolaus. Der Nikolaus war Nikolaus. Die Sophie ist jetzt zurückgekommen, um hier zu knurren, oder was? Oh, ein Knusperdäschchen für den Bio. Leg meine Hände, nein, das! Ja. Der Patrick testet sein Nikolaus-Geschenk schon aus. Der hat übrigens das bekommen: Retro-TV-Spielekonsole. Das ist so ein Mini-Controller. Nimm doch einfach irgendwas. Keine Ahnung, ist doch wurscht, nimm doch einfach irgendwas. Ja, mit A wahrscheinlich. Es gibt ja mehrere Tasten, drück einfach alle. Drück einfach irgend alle. Ja, Mann, das redet an Kindheit. Retro. Hey, voll cool. Wir gehen zur Schule, oder? Sicher. Heute ist eh Freitag, aber. Der Tag zählt sich gut an. Kannst du bei mir in der Arbeit anrufen, ich bin krank. Au! Hast du Hörner? Was musst du da machen, Patrick? Genau. Diese Konsole hat ein Spiel drauf, oder wie? 200. 200? Alter Schwede. Das haben wir auch gespielt. Du musst mit Ninja... Kennst du das? So alt ist dieses Spiel schon. Oh mein Gott. Hey, Luisa, schau! Scheißegal, Nikolaus, ich will zu meiner Mama. Gummi. Schau mal! Wow, was ist das denn? Tschüss, wie? Wow, schau mal! Ja, die Lara ist süß. Schau mal, Luisa! Und Sophie hat sich daher gehabt. Sophie, geh weg, bitte! Baba!
Die Sophie hat sich da vorgeschmissen. Schau mal. Das gehört der Lara. Lara. Der Lara, ja, aber stell das zurück. Das gehört der Luisa. Sophie, geh mal weg. Wie? Ja, das ist Sophie. Oh, ist das sie? Hast du ein Baby gekriegt? Baby-Engel. Oh. Oh. Das ist schön. Sophie ist eine... Hast du es gut gekriegt? Zeig mal. Wow. Was machst du denn jetzt? Was passiert denn? Was cooles zu haben. Schau mal, Lara. Schau mal, Lara. Hey, der Nikolaus war da. Was, lass mal kusseln. Schau mal zusammen. Komm, Lara. Schau mal zusammen. Komm, komm. Komm, die Sophie und klaut alles. Wir werden das... Ja. Da geht das Lila. Ja. Ja, komm, ja. Lara ist auch so müde. Komm, Lara, schau mal rein in dem Lilanen. Was ist das? Nein. Das gehört der Lüder, ja. Leicht Wut. Das geht noch. Wow. Na, nicht für Sophie. Was ist das? Ne? Sophie wird sie angesprochen. Was ist das, Sophie? Die ganze Zeit liegt sie da wie so ein Baby. Wie? Der Wie, kleine Ratte. Ja. Sehr schön. Ja, und da ist irgendwas, ein Spielzeug oder irgendwas. Eine Puppe ist da drin. Eine Puppe? Magst du sie aufmachen? Ja. Wohin gehst du jetzt? Ist die Hühnerfütter? Und Wasser geben wir uns nicht. Okay. Ja, das haben wir mal gekauft für eine Freundin, für die Michelle. Stimmt, gib her. Soll ich es aufmachen? Baby, nein. So, wir frühstücken jetzt. Also, Moment, ich zeige euch mal. Also, Herr zeigt wahrscheinlich noch nicht aus. Ich muss noch Haare bürsten. Aber... Der Rest ist okay. Ich habe mich schon angezogen und so. Auf jeden Fall frühstücken ich und die Luisa jetzt mal. Ja, die hat gebrezelt. Ich habe sie ein bisschen warm gemacht im Ofen. Ist sie noch heiß? Ist sie heiß? Ja, warte. Na, ist okay. Und für die Mama gibt es ein Croissant. Und schaut euch mal meine Küche an. Schaut aus wie so eine Packstation hinten. Hier. Ja. Das sind nämlich, zeige ich euch gleich schnell. Eure Lumis drin, okay? Das gehört gleich da nicht rein. Eure Lumis sind da. Schaut mal. Oh mein Gott! Also richtig cool, oder? Richtig cool. Ja, Lumis sind da. Da vorne ist auch noch was ich letztes Mal bestellt habe, Black Friday. Und ja, aber ich hatte mit der Luisa mal frühstücken und meine To-Do-Liste abarbeiten. Und mir einen Kaffee machen. Ah, super. Warum? Warum kein Wasser? Beste, was gibt in der Früh, oder? Ja, ich habe mir jetzt meinen Laptop geholt und für die Luisa kurz das iPad, damit ich in Ruhe mein Video schneiden kann, welches ich eigentlich schon vor ein paar Tagen posten wollte, aber eigentlich aus Zeitgründen es nicht geschafft habe. Ich bin einfach so eine Katastrophe in letzter Zeit. In letzter Zeit ist aber auch extrem viel zu tun. Also ich kenne das nicht so von mir, dass ich bin normalerweise nicht so unzuverlässig. Also ich bin wirklich nicht unzuverlässig und ich mache gerne YouTube und ich mache gerne... Also das ist jetzt nicht, dass es daran liegt, dass ich jetzt keinen Bock mehr auf YouTube hätte oder so, aber es ist einfach so wenig Zeit und ich bin dann einfach so gestresst die ganze Zeit und... Also sorry, die Kamera vielleicht auch in mein Gesicht halten. Ja. Ich werde mich jetzt kurz konzentrieren, meine Kamera hier weglegen, mein Video schnell schneiden. Die Luisa darf hier noch ein bisschen YouTube Kids schauen. Und danach werden wir die Mädels holen. Mir ist so kalt. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Also weiß ich, mir geht es irgendwie so komisch. Auf jeden Fall, ich habe mein Video fertig geschnitten, während die Luisa geschlafen hat. Sophie, du bleibst da.
Und wir gehen jetzt auf jeden Fall schnell die Mädels holen. Ich schaue irgendwie so krank hell. Also durch dieses. Sophie! Genau die richtige, die nicht rausgehen sollte. Hallo! Komm rein! Komm, Lisa! Komm, Sophie! Steht sie da? Sophie! Komm! Schön, dass der Hund folgt. Komm! Komm her, schnell! Schnell! Ja, komm! Ja, komm! Boah, dieser Hund. Komm, Lisa. Komm, geh mal. Komm. Komm her. Die Sophie verarscht uns, oder? Hä? Du bleibst jetzt da. Sophie! Okay, wir gehen rein. Tschüss. Komm, versteck dich. Tschüss, Sophie. Na, jetzt habe ich dich aber erwischt. Du kleine böse Ratte, ha? Jetzt wollte sie nämlich da runter die Treppe laufen. Rein mit dir. Aber Dali, wir gehen später raus. Wir haben jetzt eilig. Komm, Lisa. Wir. Lisa, du kommst mit. Du bleibst da. Komm, nicht du komm. Voll verwirrt die zwei. Lisa, komm. Komm. Sophie, bleib. Sophie, bleib. Sag einmal, jetzt haben wir 2 Minuten für das Ganze gebraucht. Eieiei. Hey, hast du auch einen Nikolaussacker bekommen? Sehr cool. Ich habe jetzt gerade die Mädels alle geholt und der Papa hat angerufen, weil der Papa hat ja mit der Michelle Lokopäden-Termin, weil die Michelle geht ja zur Lokopädin wegen ihrer Zahnspange. Und warte kurz. Nein, der Papa hat nicht vergessen, Michelle. Der Papa hatte wahrscheinlich viel zu tun heute. Und jetzt muss ich die Michelle ein bisschen ihm entgegenbringen. Oh, da ist so viel Verkehr her. Gibt's ja gar nicht. Nervig. Auf jeden Fall bringe ich jetzt schnell die Michelle dem Papa. Wir treffen uns quasi in der Mitte. Und danach fahre ich mit den 2 Kleinen nach Hause. Ja. Da muss man eine Kapuze runtergeben. Besser. So. Bis später. Hey meine Lieben, ich habe mich jetzt gar nicht mehr gemeldet, es war so ein Stress. Ich habe noch schnell was zum Essen vorbereitet und danach habe ich schnell mein Video abgeloadet. Ich muss ja nämlich, habe ich das gesagt? Weiß ich gar nicht. Ich habe heute einen Workshop mit 2 anderen YouTubern, mit 2 anderen YouTubern und einem YouTube-Manager. Also dieser Workshop beinhaltet einfach so, wo wir unsere Erfahrungen teilen für Leute, die eventuell auch YouTuber werden wollen. Und ja, ich muss mich fertig machen. Ich habe mir jetzt noch gerade schnell die Haare geglättet, wie ihr sehen könnt. Und ich glaube, der Papa ist da. Mit der Michelle. Der Papa da. Und ich bin noch nicht fertig. Das ist also mal wieder typisch, weil ich muss mir noch schminken. Und ja, ich wollte euch noch kurz das Update geben. Mir ist nämlich eingefallen, dass ich ja heute vlogge. Also es ist bei mir immer so, wenn ich gestresst bin, dann vlogge ich nicht, weil ich es vergesse. Papa! Ich bin noch nicht fertig. Aber ich beeile mich. Ist das Lagerhaus zu, weißt du, ne? Weiß ich nicht. Nein. Freitag. Tierfutter kaufen. Ja, aber gehst du mit deinem Auto? Okay. Tschüss. So, der Papa ist da. Ich schmink mich noch schnell, weil das sollte in 5 Minuten fertig sein. Und dann muss ich wirklich los, weil ich bin dann zu spät. Wie immer. Ja. So, ich sitze jetzt im Auto, bin natürlich mal wieder ein bisschen zu spät. So, ich habe so neue magnetische Lashes drauf. Ja, bin auf jeden Fall zu spät, ein bisschen, also ich bin noch nicht zu spät fürs Event, aber wir wollten uns früher treffen, so eine halbe Stunde, und ja, das schaffe ich nicht. Ich komme wahrscheinlich genau richtig zum, wenn das startet, weil der Papa ist einfach ein bisschen zu spät gekommen. Das ist natürlich nicht so cool, aber ja. Und ich habe was voll Cooles für meine Kamera gefunden, also für mein Handy eigentlich. Ich habe so eine Schutzmatte hier drauf für mein Handy, dass es nicht rutscht, und man kann auch die Kamera reingeben. Richtig cool. Ja, gut. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich schon wieder zu spät bin. Deswegen werde ich mich jetzt hier ausklinken und ich melde mich dann später. Mal schauen, ob ich ein bisschen was mitvloggen kann. Mal gucken. Wäre auf jeden Fall, glaube ich, vielleicht interessant oder lustig oder mal schauen. Also bis später. Hey meine Lieben, ich habe am Freitag nicht mehr weitergevloggt. Also nicht wundern, diesen Sprung
Es ist mittlerweile schon Sonntag bei uns und am Freitag, wo ich das letzte Mal gevloggt habe, war ich ja auf dem Weg zu diesem Workshop. War super interessant, wie auch das letzte Mal vor einem Jahr. Und ja, ich bin dann ziemlich spät nach Hause gekommen, sowas um 9. Hat doch ein bisschen gedauert. Ich glaube, so um die 3 Stunden alleine unser ganzer Talk. Also wir haben so geredet mit Mikros und bla bla. Und dann noch ein bisschen so geplaudert mit allen. Ja, und heute ist Sonntag. Gestern waren wir noch ein bisschen unterwegs. Wir haben noch ein paar Erledigungen gemacht. Und heute ist 2. Adventssonntag. Und wir bereiten gerade die Pakete vor. Also wir haben jetzt gerade die Lieferscheine ausgedruckt. Also die Rechnungen mit den Bestellungen von euch. Papa holt jetzt die restlichen Mom-Boss-Planner her, die wir noch haben. Und ich habe hier die ganzen Rechnungen. Ich werde jetzt nämlich die Adressen ins DPD-System eintippen. Und morgen werden dann die Pakete geholt. Oh, dann kriege ich meinen Krampf. Ich brauche unbedingt wieder so ein Stativ, Schatzi. Weil ich halte jetzt immer die Kamera hier so mit den Fingern und dann verkrampfe ich immer so. Okay. Ja, das machen wir heute. Auf jeden Fall Pakete fertigstellen. Ich habe auch Beauty-Pakete, das habe ich euch gleich am Freitag schon gezeigt, die wir heute auch fertig machen müssen, damit sie morgen geholt werden. Ganz viele Lumis. Habe ich die auch schon gezeigt? Weiß ich gar nicht mehr. Zeig's euch mal schnell. So schaut nämlich ein Lumi aus. Schaut mal. Ist er nicht wunderschön? Oh mein Gott. Dieser Lumi gehört einer von euch. Und ja, ich habe insgesamt hier 6 Stück. Dann habe ich hier noch so ein paar andere Sachen. Und ja, der Papa macht hier gerade die Bestellung. Er fällt, muss aufpassen, private Daten von anderen nicht herzuzeigen.